umgebracht. Was ein Schicksal ist das? Schick's jetzt. Aber lebt das. Und die haben das dann aufgegessen. Und es waren dann nur noch Haare und alle anderen Knochenteile übrig. Und Augen, Augenzähne. Es ist so furchtbar. Es kommen immer mehr Details raus. Zu verarbeiten. Sie berichtet von sexuellem Missbrauch schon seit frühester Kindheit. Sie wächst in einen Kult hinein, der nach ihren Aussagen vor Gehirnwäsche, Folter, Mord und Kannibalismus nicht zurückschreckt. Wir werden lernen, dass Steffis Geschichte kein Einzelfall ist. Da wurde einem eingebläut, dass man stirbt, wenn man spricht, also darüber spricht. Steffi kämpft mit ihrer Erinnerung. Längere Interviews mit ihr müssen auch bei bitterer Kälte im Freien gedreht werden. Sie will mit Männern nicht in einem Raum eingesperrt sein. Eine Chance rauszukommen hat man als Kind oder Jugendliche überhaupt nicht. Dann glaubt man eben, dass der Teufel einen holen würde, wenn man aussteigen würde, wenn man abhauen würde oder wenn man es sagen würde oder dass man sterben würde. Steffis Teufel waren aus Fleisch und Blut, waren ranghohe Mitglieder des Kultes mit Namen und Adressen in ganz Deutschland. Steffis Bericht klingt wie ein Horrorroman, aber unsere Recherchen werden ergeben, dass mehr und mehr Indizien ihre blutige Mordgeschichte stützen. Ich habe gedacht, dass sie mit einem Messer erstochen wurden. Aber dann wurden die noch zersägt. Und haben geschrien. Und die haben uns gesagt, dass es der Teufel ist, der aufersteht, während sie schreien. Da waren sie halt noch am Leben. Was hat man mit den Leichen gemacht? Zum Teil gegessen. Dagmar Eckers betreut Gewaltopfer. Sie gilt als anerkannte Expertin. Zur Therapie mit den Kindern gehört das Reden über das Geschehene. Mit dem Aufarbeiten wächst die Kontrolle des Kindes über die schrecklichen Erinnerungen. Dagmar Eckers über die Glaubwürdigkeit der kleinen Zeugen. Die Kinder, die ich in Therapie hatte, die 5 Kinder, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das passiert ist, weil das nicht irgendwas Antrainiertes oder Angelerntes sein kann, wenn die Kinder ins Zittern kommen, ins Weinen, ins Schreien, wenn die um sich schlagen zum Teil, wenn die Schilderungen von ihnen stockend rauskommen. Das ist nichts Eintrainiertes. Und es ist Quatsch, die Kinder leiden in dem Fall richtig massiv drunter, überhaupt nur dran zu denken. Konrad Adenauer Allee, Frankfurt am Main. Hier arbeitet Oberstaatsanwalt Peter Köhler, einer der bekanntesten deutschen Strafverfolger in Sachen Kinder- und Gewaltpornografie. Ist es für Sie vorstellbar, dass die Monstrosität der Taten, über die wir hier sprechen, zum Teil die Täter eigentlich schützen, weil die Leute, die darüber berichten, unglaubwürdig erscheinen? Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich denke, dass das eine ganz große Gefahr ist, dass der Geschädigte nicht ernst genommen wird und somit den Täter eigentlich schützt. Und das natürlich, wenn solche Taten in solchen Kreisen, die ja nicht dumm sind, Akademiker, und in solchem Umfang und in auch solcher einer zeitlichen Dimension, also andauernd könnte es ja sogar sein, ausgeübt werden, dann gehört ein großes Maß an Organisation dazu und da gehört ein großes Maß an Aufwand des Spurenverwischens auch dazu. Und da bin ich der Meinung, das wird bis jetzt überhaupt nicht berücksichtigt. Sie berichten von rituellem Kindesmissbrauch, von seelischen Grausamkeiten,
von Folter und Kindstötung. Alles deutet auf eine satanistische Sekte hin. Meine Eltern haben mich dort eingeführt, als ich circa 4 Jahre alt war. Da habe ich die erste Erinnerung daran, wie ich dazu angehalten wurde, eine Katze zu töten als 4-jähriges Mädchen. Und nach wurde ich dann immer tiefer in diese Gruppe eingeführt. Zum Teil sah das so aus, dass ich zuschauen musste, wie andere Kinder missbraucht wurden. Ich möchte eine Situation beschreiben, wie ich einmal meinen älteren Bruder gesehen habe. Da war er circa 11 oder 12 Jahre, ich entsprechend jünger, 2 Jahre jünger, wie er während einer Misshandlung oder kurz nach einer Misshandlung wie ein seelenloser, nur noch schreiender und zuckender Körper vor mir lag. Und das ist mir so nahe gegangen, dass ich mir damals geschworen habe, das werden sie niemals mit mir schaffen. Was ist aus deinem Bruder geworden? Mein Bruder hat sich vor 3 Jahren das Leben genommen, hat sich erschossen. Als ich wach wurde, lag ich in einer Scheune und viele Menschen waren da. Mit Umhängen und Masken. Irgendjemand malte mir was auf meinen Körper. Mir war so schlecht und alles drehte sich im Kopf. 2 hielten mir die Beine auseinander und jemand kam auf mich zu. Ich drehte meinen Kopf weg und schaute zur Decke und schnitt meinem Kaninchen die Kehle durch. Ich schrie und schrie, lief zu meiner Mutter und flehte sie an, mach es wieder gesund. Aber sie hielt es an 2 Beinen fest und ließ das Blut auf mich laufen. Bitte, ich will... Das ist von Jimmy. Man sieht, hier ist eine Kamera. Und das sind Stromschläge. Also es wurde gefilmt. Es wurde gefilmt, ja. Beim Foltern. Beim Foltern wurde gefilmt. Zum Beispiel uns, also Strom reingemacht in uns, so an uns. Und die haben uns in einen Käfig gesperrt. Und haben dann Hunde auf den Käfig laufen lassen. Damit haben die versucht, dass man gefügig wird. Die haben uns Verletzungen gemacht am Körper. Schnitte. Schnitte. Was weißt du noch? Dass die uns oft gefesselt haben an so eine Vorrichtung. Ich weiß nicht genau. Geschlagen. Und mit einer Peitsche. Die haben uns ganz oft missbraucht. Das haben die dann immer gemacht, wenn sie mit den anderen Sachen fertig waren. Ich bin deshalb so emotional, weil ich seit... Der Kinderschänder Marc Dutroux. Als er im August 1996 vom Haftgericht ins Gefängnis geführt wird, schreien Schaulustige ihren Hass heraus. Auch sein Helfer Michel Lelièvre wird verhaftet und seine Frau Michel Martin. Gelassen lässt sich der als Chef der Bande Verdächtige, der Brüsseler Geschäftsmann Michel Nioul, dem Haftrichter vorführen. Erst nach 2-tägigen Verhören war Dutroux bereit, die Ermittler zu einem Kellerverlies zu führen. Hinter einem Regal verbirgt sich der 2 Quadratmeter große Raum, in den er seine Opfer eingesperrt hatte. B.
Bilder aus den Gerichtsakten. Schon werden erste Vermutungen laut, dass er kein perverser Einzeltäter sein solle, sondern einem Kinderhändlerring angehöre. Schließlich findet man die Leichen von zwei vermissten Kindern, Julie und Melissa, 8 und 9 Jahre alt. 14 Monate hat man nach ihnen gesucht. Auch sie waren in dem Verlies eingesperrt und sind am Ende grausam verhungert. Belgien trauert mit den Familien. Wie konnte es passieren, dass die Mädchen nicht rechtzeitig befreit wurden? Trauer und Fassungslosigkeit stehen den Eltern ins Gesicht geschrieben. Der Volkszorn kehrt sich gegen Ermittlungspannen und Vertuschungsmanöver der belgischen Justiz. Über 300.000 Menschen ziehen beim Weißen Marsch durch Brüssel. Das Haus eines ermordeten Dutroux-Komplizen wird ebenfalls auf den Kopf gestellt. Dann die Nachricht: Die Leichen von zwei weiteren vermissten Mädchen sind gefunden, Evje und Anne. Wenn er allein war, hätten die Ermittlungen doch schneller zum Ergebnis führen müssen. Aber auf die wesentlichsten Fragen hat man noch immer keine Antwort. Unverständlich für mich, wenn nicht noch mehr dahinter steckt. Wir treffen uns mit jemandem aus der Unterwelt von Charleroi. Er lernte Dutroux im Gefängnis kennen. Es ist nie die Rede davon gewesen, Lösegeld von den Eltern der Mädchen zu verlangen. Die Mädchen waren Handelsware, ganz klar. Der Lebensstil von Dutroux, das Geld und die Häuser, die er besaß. Er hat sich das alles nicht verdient, indem er selber die Mädchen vergewaltigte. Das bringt kein Geld. Von diesen 5 Häusern weiß man, dass sie dem Sozialhilfeempfänger Marc Dutroux gehören. Außerdem hatte er noch einige Garagen und Lagerräume gemietet. Ermittlungen haben ergeben, dass er regelmäßig Aktien kaufte und über mehrere Bankkonten verfügte. Nach der Entführung von Anne und Evje, wie auch nach der Entführung von Sabine, waren darauf große Geldsummen eingezahlt worden. Woher das Geld kam, weiß man bis heute nicht. In einem von Dutroux' Häusern fanden die Ermittler nicht nur größere Mengen Baumaterial, man entdeckte einen unterirdischen Gang, der zu mehreren halbfertigen Kellerverließen führte. Trotzdem hielt der Untersuchungsrichter an seiner These fest, Dutroux habe die Mädchen nur für den eigenen Bedarf entführt. Untersuchungen in Richtung eines Netzwerkes wurden von ihm gar nicht erst begonnen. Hubert Massa ist Oberstaatsanwalt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er arbeitet erst seit kurzem am Fall Dutroux. Da findet man ihn erschossen in seinem Büro. Mysteriös die Umstände. Er hat keinen Brief für seine Frau und seine Kinder hinterlassen. Trotzdem entscheidet die Staatsanwaltschaft Selbstmord. Bernard Routemont ist Filmemacher und handelt mit Pornokassetten. Er wird der Entführung eines Mädchens verdächtigt. Es soll eine Verbindung zum Fall Dutroux geben. Außerdem findet man bei einer Hausdurchsuchung Kindersachen und Spielzeug. Nachdem er schon mehrfach ergebnislos verhört wurde, meldet er sich eines Tages telefonisch bei der Polizei. Er möchte auspacken. Auf dem Weg zu diesem Termin rast er mit seinem Auto gegen eine Hauswand. Tot. Auf einem anderen Friedhof in Charleroi finden wir das Grab eines weiteren Zeugen, die Maas bei Lüttich. Hier wird am 7. April 98 beim Säubern des Wasserwerks eine Frauenleiche aus dem Fluss gezogen. Die Autopsie zeigt, sie wurde geschlagen und gewürgt. Es ist die Zeugin Anna Konjevoda. Mindestens 27 Zeugen im Fall Dutroux starben, davon mehrere auf suspekte Weise. Wir besuchen Zeugin X1. Als die Dutroux-Affäre beginnt, meldet sich Regina Luff, verheiratet, 4 Kinder, Besitzerin einer Hundepension, als anonyme Zeugin beim Untersuchungsrichter und bekommt das Aktenzeichen X1. Während der tagelangen Verhöre erzählt sie von grauenvollen Erlebnissen über reiche und mächtige Männer, die bei Sexfeten junge Mädchen vergewaltigen, foltern und manchmal töten.
Die Ermittler überprüfen einige ihrer Aussagen und meinen, es gäbe genügend Grund, sie ernst zu nehmen. Ihre Aussage, Dutroux sei Zulieferer und Michel Nioul der Organisator eines Kinderpornorings gewesen. Besonders unfassbar, als im Fernsehen ein Untersuchungsrichter im Fall Dutroux aussagte, erkannte Regina Luft darin einen der Mittäter bei der Ermordung ihres Babys. Auch auf Zeitungsfotos und im Fernsehen erkannte sie später die Teilnehmer der pädophilen Sexpartys wieder, bei denen sie ihren Kunden willig zu Diensten stehen musste. Gemäß ihren Aussagen waren es allesamt höchst ehrenhafte Mitglieder der Gesellschaft, darunter Politiker, Rechtsanwälte, Justizbeamte, Manager, Industrielle und so weiter. Und haben Sie ein Kind hier reingebracht? Ein Baby. Und dann sollte ich das töten. Und ich wollte es nicht. Aber ich musste es. Und dann haben sie mir den Mund zugedrückt. Dann wurde das Baby getötet und das Herz rausgenommen. Dann haben alle gesummt und man musste das Herz essen, immer so ein Stück, weil das Kraft gibt, Macht gibt. Es melden sich noch weitere Zeuginnen und bestätigen die Wewelsburg als Tatort. Zum Beispiel Karin, nicht multiple. Sie hat die im Film gezeigten Räume wiedererkannt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Burg mit diesem Namen gibt. Ich habe in diesem Saal diese Ornamente wiedererkannt, die Säulen. In der Gruppe ist mal dieses Hakenkreuz da unter der Decke, was ich kenne. Und ich weiß jetzt, woher ich es kenne. In dieser Gruft hat es eine Feuerstelle gegeben. Eine Art Stein oder Altar. Und auf diesem Altar wurde ein Kind abgetrieben. Ich war schwanger mit dem Kind. Es wurde im nächsten Monat abgetrieben und geopfert. Dort in dieser Gruft? Ja. Da sind die Ketten. Was für Erinnerungen kommen da? Dass ich da so an Ketten gefesselt in der Ecke sitze irgendwo, in so einer Art Verlies, so wie hier. Dass die auch in der Wand eingelassen sind, so wie hier. Und dass ich auch nicht alleine bin, dass da noch mehr Kinder sind. Dass die weinen. Dass die einen das lernen oder lernen, was wichtig ist, um zu leben. Dass man zum Beispiel sich freut, wenn man einen wehtut, weil das besser ist für alle. Dieses dazu gebracht worden sein, anderen zu tun, empfinde ich als die schlimmste Vergewaltigung, die man mir hätte antun können. Zwei Jahre läuft unsere Recherche schon. Noch hat es in Deutschland keine Verurteilung wegen solcher ritueller Morde gegeben. Aber die Indizien verdichten sich. Für Steffi und die anderen Opfer hat der Kampf um die Wahrheit gerade erst begonnen. Weil es nicht nur eine vergangene Sache ist, die mich betrifft, sondern noch am Laufen ist. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt.
der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Und die Welt liegt in Bosheit und in Abtrünnigkeit. Das ist ein Werk für Gottes Volk. Wir müssen sie warnen. Das ist unsere Aufgabe. Epheser 5, Vers 11 sagt das Gleiche. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Decket sie vielmehr auf. Es ist Zeit zum Sprechen, nicht um still zu sein. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Diese Aussage kommt bald. Dann ist die Gnadenzeit vorbei. Und Jesus sagt, wer an meiner Seite ist, bleibt an meiner Seite. Wer nicht ist, für ewig vorbei. Das ist der laute Ruf. Zusammen dann mit der Gerechtigkeit Jesu Christi akzeptiere Jesus Christus als Erlöser, als einzigsten Erlöser und Mittler für dich und folge ihm im Gehorsam. Der letzte Ruf.